Hi Leute, heute geht es mir um ein bisschen Hardware. Ich habe mir vor kurzem das Logitech G930 Gaming Headset gekauft. Das ist hier mein Headset, das ich hier abgebildet habe. Das ist wirklich sehr schön. Das Ganze ist kabellos. Das heißt, ihr habt so einen kleinen Stecker, den müsst ihr in den Rechner stecken. Und das Headset am besten aufsetzen. Dann habt ihr direkt eine Verbindung mit dem Rechner und ihr könnt euch das Ganze wunderbar benutzen. Ja. Unter Windows hat man dazu die Gaming-Software von Logitech dazu gekriegt. Die funktioniert unter Mac und Linux allerdings gar nicht. Da habe ich bis jetzt vielleicht mit Wine habe ich es nicht ausprobiert, aber mit Wine möchte ich das ganz gerne vermeiden, da ich ungern mit Wine arbeite. Da kann ich auch gleich Windows benutzen. Allerdings hat Linux den Vorteil, dass, oder Ubuntu, ich sage, ich spreche jetzt in Zukunft nur noch von Ubuntu hier, von diesem Headset, da ich es nur unter Ubuntu getestet habe. Wer Fedora hat, der muss es auch mal so durchtesten. Ich sage euch, wie es bei mir unter Ubuntu 13.10 war. Und ja, also ich habe meinen Stecker natürlich bei meinem Rechner reingesteckt und da meine Dockingstation, da gab es nämlich so eine Art Kabeltrommel dazu. Das kann man dann verlegen und dann den Adapter oben rauf stecken. Und dazu ist das Ladegerät mit dran. Das geht alles hervorragend. Habe ich dann in mein Haus hier gestellt, in meine Bude. Und das Ganze dann laufen lassen. Ja, dann habe ich erstmal geguckt. Unter den Audioeinstellungen wurde das Headset direkt erkannt. Ohne Probleme. Da stand dann Logitech G930 Headset oder so. Habe ich aufgeklickt und schon konnte ich alles problemlos wahrnehmen. Rechts, links funktioniert optimal. Mikrofon funktioniert natürlich auch. Muss dann auch nur wiederum einstellen. Unter den Audioeinstellungen. Da das bei mir nicht automatisch geschieht, müsst ihr einfach noch ein bisschen gucken. Ja, das funktioniert natürlich problemlos. Das Headset hat an den Seiten noch so drei Tasten. So einmal in der Mitte, einmal rechts und links. Die funktionieren bei mir auch hervorragend. Damit kann ich bei Spotify meinetwegen. Spotify funktioniert auch unter Ubuntu, Link in der Beschreibung. Da kann ich immer mit Pause machen, nächstes Lied, vorheriges Lied und. Darunter befindet sich ein kleines Rädchen, so eine Art Rollrad. Das kann man ewig drehen. Da kommt ihr nie an ein Ende. Und damit könnt ihr denn eure Lautstärke ändern. Das funktioniert natürlich auch problemlos unter Ubuntu. Wenn ihr habt natürlich hier, wie ihr seht, ich zoome mal ran. Hier habt ihr euer Mikrofon. Das könnt ihr hochklappen, wie man hier sieht. Das könnt ihr hochklappen, dann leuchtet die Spitze so rot. Das heißt, es ist stumm geschaltet. Das funktioniert unter Ubuntu auch wunderbar. Es gibt natürlich ein Problem. Ein Problem gibt es leider. Das Ganze ist ein Dolby Surround Headset. Und das funktioniert noch nicht. Bei mir klappt es nicht. Ich weiß nicht, ob es bei euch klappt. Ich glaube, nämlich bei einigen Foren gelesen, dass es bei denen funktioniert. Bei mir klappt es nicht. Ich habe bisher auch noch keine Lösung gefunden. Wenn ich eine Lösung finde, setze ich es euch in die Beschreibung. Ja, das ist doof, aber naja, kann ich mit leben. Hinten hat das nämlich so einen kleinen Schalter, da könnt ihr hoch und runter klicken, ob ihr Surround Sound oder nur Stereo Sound wollt. Das heißt, ich muss es immer auf einfach im Stereo rechts und links belassen. Sonst ist das natürlich ein 7.1 Headset. Ja, das ist meiner Meinung nach einer der Nachteile. Eine Sache ist natürlich noch ein bisschen doof, aber das ist leicht lösbar. Unter Windows habt ihr ja die Gaming-Software dabei. Da könnt ihr Höhen und Tiefen perfekt einstellen. Da gibt es auch einen kleinen, ein bisschen erweiterten Einstellungseditor dafür. Und den hat man unter Linux nicht direkt oder unter Ubuntu nicht direkt dabei. Aber das ist natürlich kein Problem. Das lässt sich ganz einfach hinzu installieren. Die Befehle setze ich in die Beschreibung, damit ihr euer Programm dafür dazu installieren könnt. Dann könnt ihr eure Soundeinstellungen ein bisschen verändern, damit das ein bisschen mehr Bass und ein paar mehr Höhen hat. Denn so ist es auf neutraler Ebene. Und ich finde, das klingt zwar auch sehr schön, aber mir fehlt da das Rumsen. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Rollrad gefällt mir unter Ubuntu wesentlich besser. Da es auch noch schön grafisch angezeigt wird mit so einem kleinen Einblendefenster. Kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr hier rechts oben Benachrichtigung kriegt. Dies wird dann auch hier also angezeigt, lauter, leiser. Das finde ich wirklich wunderbar. Das Headset ist also von mir durchaus eine Empfehlung wert. Es wird von Ubuntu unterstützt. Nur das mit dem Surround Sound, dem Dolby hier ist ein bisschen doof. Aber sonst ist das wirklich klasse, muss ich sagen. Sound klingt gut. Reichweite ist auch gut. Bis zu 10 Meter in etwa kommt auf eure Bude an. Ich habe sehr dicke Wände, die auch noch ordentlich isoliert sind. Da ist natürlich ein bisschen schwerer. Ich komme bis ins Badezimmer. Das sind 6, 7 Meter. Aber naja, ich bin damit
wirklich zufrieden. Akku läuft auch bis um die 10 Stunden in etwa. Kann auch weniger sein, vielleicht 9 oder 8 Stunden. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht so gemessen, aber fühlte sich schon an wie 10 Stunden. Ja, das ist auch wirklich sehr bequem. Es tut mir nicht an den Ohren weh, wenn ich es aufsetze. Das drückt mir auch nicht auf den Schädel, selbst wenn ich es 2, 3 Stunden trage. Meine anderen Kopfhörer, ich möchte den Namen der anderen Kopfhörer nicht erwähnen, damit ich hier niemanden beleidige, damit ich die Firma nicht kränke oder so. Das Headset hat mir ein bisschen sehr auf den Kopf gedrückt, davon habe ich Kopfschmerzen bekommen, aber es ist mit dem Headset hier gar nicht so. Das ist wirklich klasse. Das ist auch schön weich und oben schön gepolstert. Man kann die zwei Ohrmuscheln hier auch nach vorne drehen oder nach hinten, so dass man das um den Hals legen kann. Das Ganze ist wirklich sehr praktisch und lässt sich auch schön konfigurieren. Ja, wenn ihr das Headset kaufen wollt, könnt ihr es gerne machen. Es kostet ein paar Euro mehr als ein Billig-Headset, aber das Geld ist meiner Meinung nach auch sehr wert. Ja, das war's denn eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Frage, ob ihr das Headset für Ubuntu benutzen wollt, helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Links zu Facebook und anderen Videos in die Beschreibung. Tschüss.